Ja, liebe Leute, ihr seht richtig, herzlich willkommen nach so langer Zeit zurück zu Let's Play Infamous Second Son. So, was haben wir denn überhaupt zu tun heute? Ja, Mission, würde ich sagen. So, wir müssen. Ich muss mich komplett wieder reinarbeiten in diese Steuerung. So. Immer den heilen wir den mal hoch. Ja, ich hab so. Ja. Ah, perfekt. Wir können Neonkraft entziehen. Wir haben ja alle. Tschüss. So, da liegt noch irgendwie einer rum, der mal gerettet werden muss. Jeder hat in der letzten Folge vor zig, keine Ahnung, Wochen, Monaten, wie auch immer. So, Verdächtige gerettet. Hör mal. So, ja. Hallo. So. Da muss noch einer, der noch nicht genug hat. Hör mal. So. Die Jungs haben wir auch mal eben kurz auseinandergenommen. Sehr schön. Mal wieder hoch auf die Beine, mein Freund. So, also wie gesagt, wir gehen jetzt auf Dingsjagd, auf Mission. Wir müssen ja alles erobert hier an Kontrollpunkt für die Stadt. Also das UPR ist eine Kontrolle komplett los. Ich glaube, das wäre so das Letzte, was wir geholt haben. Und jetzt gucken wir mal, ob wir die Story vielleicht sogar demnächst durchgezogen bekommen. Ja, wie gesagt, das liegt momentan auch daran, dass jetzt aufgrund der Zeit, des Zeitmangels kein The Forest kommen kann, weil wir es einfach nicht schafft haben. Es war jetzt Weihnachten oder ist Weihnachten. Und da wollen wir ja. Hup. Da können wir, wollen wir ja, schön ist kein einziges, kein bisschen DOP. Irgendwo eine Drohne weg. Da ist er aber gewesen. 9% hat die Stellung. Ja, das sind jetzt eh nur jetzt ein bisschen Schaulauf. So, die Stadt wollten wir ja nicht erobern. Da ist die Mission.
die da heißt Die Rückkehr. Mensch, hattest recht. Alles voll, aber niemand schießt. Jetzt verbannen sie die Polizei von Seattle aus dem Gebiet im Hafenviertel. Irgendwas soll wohl geheim bleiben. Mhm. Na, das sehe ich mir mal an. Klingt, als hätten sie die Gruppe mit APCs eingedeckt. Bleib auf den Dächern. Du sagst nicht zu viel. Untersuchen Sie die Quelle des Polizeiberichts? Okay. Wo müssen wir da jetzt irgendwie hin? Jetzt bitte nicht, dass ich da oben hin muss, oder? Hä? Ich hatte mich bis jetzt irgendwo. Ah, da hinten ist der Punkt, okay. Ey, Reg, weißt du, wie toll die Aussicht von hier oben ist? Konzentration, Bruder. Für Sightseeing ist später Zeit. Gerzin, hier ist Betty. Betty, es passt gerade nicht gut. Wage es nicht. Diesmal hörst du mir zu. Es ist Zeit, dass du mit diesem Unsinn aufhörst und nach Hause kommst. Bald, Betty, ich muss nur... Ich weiß, was du nur musst. Du musst wieder gut machen, was passiert ist. Aha, ich bin nicht die dumme alte Frau, für die du mich hältst. Betty, du verstehst das nicht. Ich gehe mal kurz hoch in die Luft. Hör sofort damit auf. Solange du nur sicher nach Hause kommst, ist das alles, was zählt. Ich kann nicht. Bald, versprochen. Aber nicht jetzt. Zwingt Reggie dich etwa zu bleiben? Er ist ein lieber Junge, aber er kann manchmal ein ganz schöner Lichtschild sein. Aber wenn du ihm sagst, dass du... Ich höre da dann scheiß Heli. Ich soll den Bericht untersuchen. Das weißt du doch, oder? Betty, ich muss jetzt auflegen. Danke für den Anruf. Reg, überall Brandspuren. Sieht aus wie mein Werk. Also noch ein Rauchkonduit. Eigentlich logisch. Von allem gibt es mehr als einen. Ich hatte wohl mal auf etwas Neues gehofft. Zeig mir, was du mit Werk meinst. Oder sieht das Gebiet auf Hinweise zum Konduit. Hier ist irgendwas. Kamera verwenden. Wow. So sieht es aus, wenn du... Hab's mir nie so genau ansehen wollen. Hey, die würden mir dasselbe antun. Okay, dann müssen wir weiter gucken. Was ist denn? Warte, ich höre noch einen. Hä? Okay, die haben sich erledigt. Zumindest, ich meine, ich hab's selbst gesehen. Er ist tot, ganz sicher. Such weiter. Blöd. Okay. Super.
Geh mir mal. So. So, wo ist der? So, du gehst mir mal nicht weiter auf die Nüsse. So, Neon entziehen. Ja, da gehe ich auf Neon. Komm. Ist gut, ich kann ja mit meinen Kräften ach, guck mal, da liegt doch noch einer. Guck mal hier. Mal Feierabend machen. So, dann suchen wir mal weiter. Okay, Reggie, ich geb's zu. Ich lag falsch. Ah, das sind diese Dokumente. Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Passt ja zu Weihnachten gerade. So. Hey, Delson, du sollst mich doch anrufen, wenn du in Downtown für Chaos sorgst. Das bin ich nicht. Ich sehe hier jemanden, der jede Menge DUP-Helikopter ausräumt. Kannst du das sehen? Wo steckst du? Auf einem Gebäudedach Ecke 12. und Union. So, Nüsse. Mein Gott, geh mal hin. Scheiß Drohne. So, wo müssen wir jetzt hin? Hier. Wie gesagt, der Vorteil ist, dass wir hier keine DUP, größtenteils DUP-Einheiten mehr haben. Dass wir da hier immer noch ein paar so rum, einzelne rumlaufen. Ist klar, weil wir nicht alle Städte so 100% geholt haben, aber, da oben ist sie. Was kümmert dich dieser Typ? Du hast doch die Rauchkraft. Weil ich glaube, das ist der Typ, der mit dir in dem Transporter war. Der, von dem ich meine Kräfte habe. Meinst du diesen verschwitzten Kerl, Hank? Ja, und wenn er aus Augustins Turm ausgebrochen ist, kann er mir vielleicht helfen, da reinzukommen. Komm doch mit und hilf mir. Nein, nein. Der Typ bringt nur Ärger. Ich bleibe einfach hier und genieße das Feuerwerk. Dawson, bitte pass auf dich auf. Ich traue diesem Kahlkopf nicht. Aber ich bin ja nicht gerade hilflos. Außerdem haben wir etwas gemeinsam. Wir beide hassen Augustin. Ja, viel Glück. Die Helis werden hier gerade. Ne, sind nicht interessant, ne? Reg, ich sehe ihn. Er ist auf einem Dach in der Innenstadt. Doch, sind sie. Okay, hör mir zu. Die DUPs dürfen ihn nicht kriegen. Schon gut, kapiert. Und sie dürfen ihn auch nicht töten. Und töte du ihn auch nicht. Aber lass ihn auch nicht entkommen. Wenn ich mir das mal alles merken kann. Vor allem die Menschen da unten im Café, die kriegen einfach gerade gar nichts mit. Reg, ich bin auf dem Dach. Hank? Nicht hier. Hast du ihn verloren? Nein, ich hab ihn nicht. Ich halte bloß Abstand. Absichtlich? Er kann quasi fliegen, Mann. Ja, aber du doch auch. In drei Sprachen.
dass du sagst. Vorsicht vor dem DOP. Grandioser Tipp. Scheiße, ich muss den Typen wieder kriegen. Hank! Willst du dich umbringen? Junge! Reggie, ich hab ihn! Wenn der Kopie ist, bin ich weg. Jetzt gehört die Hubschrauber dir. Mann, Rex, du hast dich verscheucht! Mist, Reg, ich hab ihn verloren. Ja, aber ich nicht. Lantern District, Haymarket. In der Notrufzentrale herrscht Chaos. Anrufe wegen eines Videoterrors. Ich muss diesen scheiß Heli-Down kriegen. Also einen habe ich ja eh schon fast. Hey, warte! Ich will dir nichts tun! Ich brauche nur deine... Egal. Die habe ich Ich warne dich, Kleiner! Lass mich in Ruhe! Von wegen! Mach doch mal langsam! Ich will doch nur reden! Ich hab dir nichts zu sagen! Was ist der denn überhaupt? Ist der oben oder was? Da. Hank, du musst mir helfen! Das kannst du vergessen! Na super. Hank, komm, Mann, ich will das nicht tun. Dann lass es. Alles klar. Mach doch mal langsam, ich will doch nur reden. Ich habe dir nichts zu sagen.
Typ ist doch am Arsch. Krieg ich den nicht irgendwie doch mal irgendwann? Ha, das war klar, Alter. Mach doch mal langsam, ich will doch nur reden. Ich habe dir nichts zu sagen. Du musst mir helfen! Das kannst du vergessen! Hank? Woher hast du diese Nummer, Mann? Telefonbuch. Der Schlag von vorhin tut mir leid. Aber ich wusste, mit dir kann man nicht reden, bevor du dich beruhigst. Hast du dich beruhigt? Ich schwöre, Mann, wenn ich dich kriege... Ich rufe später nochmal an. Nein, warte. Ich bin ruhig. Bist du sicher? Bis jetzt hast du mich nämlich bloß umhergehetzt, angebrüllt und mich ständig angegriffen. Ich werde Augustin erledigen. Aber dazu brauche ich deine Hilfe. Darauf würde ich mich glatt einlassen. Cool. Dann sollten wir... Warte. Macht sich hier breit. Irgendwas ist im Busch. Ich sehe mir das an und melde mich. Die Rückkehr ist abgeschlossen. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Infamous Second Son.